Jetzt noch eine andere Art von Symbolen. Es geht mir darum, dass das ausgestanzt ist. Das heißt, wenn ich diese Fläche jetzt hinten durchziehe, ist das Weiße nicht weiß, sondern ausgestanzt. So, wie macht man das? Ich gehe wieder von einem Rechteck aus. Mit gedrückter Shift-Taste gibt das immer ein Quadrat. Ich kann dem wieder eine Farbe geben. Und jetzt habe ich ja diese Punkte. Jetzt kann ich dann diesen Punkt einfach nach innen, ups, da bin ich nicht recht, so jetzt diesen Punkt nach innen ziehen, dann wird das abgerundet. Das muss natürlich stimmen. Dann gehe ich hier hin, ich gehe auf das Polygon, klicke, sage, ich möchte ein Fünfeck, okay. Jetzt sage hier, ich möchte keine Flächenfarbe. Dafür möchte ich eine Linienfarbe. Die Linienfarbe wäre hier jetzt weiß oder jede andere Farbe. Wir machen es weiß, um einfach zeigen. Dann die Linienstärke. Ich ziehe das ein bisschen hier hinein. Ich mache das mit gedrückter Shift-Taste so groß, wie ich möchte. Wähle beide Sachen aus und dann kann ich da sagen, hier Mitte. Und wenn ich jetzt das stanzen würde, geht das nicht. Da gibt es jetzt wieder einen kleinen Trick. Wählen Sie das Polygon aus, dann sagen Sie Objekt umwandeln, okay, beides auswählen, Pathfinder und dann hier umwandeln. Ich kann das beweisen, wenn ich das da rüberziehe, ist das wieder ausgestanzt. Also es muss nicht eine weiße Farbe sein, es kann jede Farbe sein, es muss einfach ausgestanzt werden. Stanzen macht man immer mit Flächen, darum habe ich hier diese Fläche umgewandelt. Sie können das natürlich mit irgendetwas machen, aber so geht das relativ einfach und Sie haben auch hier wieder eine schöne Logoform.